Hi Leute, ihr seid richtig bei Sozialberufen. Mein Name ist Doreen und wir beschäftigen uns in dieser dreiteiligen Serie mit dem Thema der Tod als Ratgeber. Und hier mit der ersten Folge möchte ich dich erstmal mit dem Tod, mit deinem Tod bekannt machen. Und deswegen folgt mir einfach. Wir gehen los. So, wie du siehst, bin ich auf einem Friedhof. Der Tod als Ratgeber. Hast du schon mal probiert, einen Spaziergang auf einem Friedhof zu machen? Vielleicht sogar einen fremden Friedhof? In der Pflege hast du garantiert mit Tod und Sterben viel Erfahrung gesammelt. Aber den eigenen Tod vor Augen zu haben, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn du dir mal ein paar Minuten Zeit nimmst und vielleicht abends, wenn kein anderer da ist, mal einen ganz ruhigen Spaziergang machst und mal schaust, was das in dir bewirkt. Der Tod als Ratgeber. Hallo, hallo, warte kurz, warte, stopp mal, stopp mal. Ich komme mal jetzt als Sozialarbeiterin hier zu dir und habe eine Frage. Hast du dich schon mit deiner Patientenverfügung, mit der Vorsorgevollmacht und mit deiner Bank auseinandergesetzt? Wenn du vielleicht Mitte 30 bist und dir was passiert und keiner weiß, was für dich wichtig ist und wie du versorgt sein willst, ob du künstlich beatmet wirst, ob du künstlich ernährt wirst, ob es Wiederbelebungsmaßnahmen geben darf, ob du vielleicht sogar Organspenderin bist. Du solltest dich damit zu Lebzeiten und am besten zeitnah auseinandersetzen. Ich weiß, es ist kein schönes Thema und trotzdem ist es wichtig, was du willst, das schreibst du in die Patientenverfügung, da schreibst du rein, was mit dir, deinem Körper passieren soll, wenn dir was passiert und du es nicht mehr alleine entscheiden kannst. Und in der Vorsorgevollmacht schreibst du rein, wer das für dich durchsetzt. Also hier steht, wer das macht und hier steht, was er für dich bestimmen soll. Und günstig ist, das in einem guten Zustand zu machen. Jetzt, wo es dir gut geht, suchst du dir Menschen, die vertrauenswürdig sind, die das unterschreiben und die dann auch wissen, was du willst, wenn bei dir mal was passiert. Denn ganz ehrlich, du bist in der Pflege, du kümmerst dich um alle anderen, aber denk jetzt mal bitte an dich. Wenn du es einmal festgelegt hast und es einmal durchdacht hast, ist es festgelegt und durchdacht und dann brauchst du da auch erstmal nicht mehr drüber nachdenken und bist abgesichert. Tu das bitte. Viel Spaß auf dem Friedhof. Na, wie fandest du unseren Ausflug? Das macht schon was mit uns, der eigene Tod. Ich hoffe, dass du dir die Punkte, die wir auf dem Friedhof besprochen haben, und auch deine Patientenverfügung und deine Vorsorgevollmacht und alles, was mit deiner Bank zu tun hat, mal durch den Kopf gehen lässt. Ja, wir sehen uns dann im zweiten Video und nächste Woche besprechen wir, was es mit deinem Umfeld macht. Also, bleib gespannt. Bis nächste Woche. Bye.